Wir sind heute wieder in Ferlach auf der Skistätte, um die Präzision einer Afrika-Doppelbüchse zu testen. Diese Doppelbüchse ist im Kaliber 4,25 African Shyrin. Das ist diese Patrone. Wir verwenden da ein 230 Grain Monolithgeschoss. Das ist ein Hollowpoint-Geschoss und hat sich in Afrika schon mehrfach bewährt. Der Doppelbüchse haben wir montiert ein Z8i und dieses Z8i ist ein ganz spezielles Glas für Drückjagden gemacht, wo man sehr nahe schießen muss und zwar in 0,75 bis 6x20-fach. Das hat den Vorteil, das verkleinert mir das Ziel sogar und hat ein ganz großes Gesichtsfeld. Das ist der Vorteil, wenn man im Busch schießt, hat man sehr großes Gesichtsfeld und sieht sehr gut damit. Was zu unseren zwei verschiedenen Doppelkugelmodellen. Wir machen ein Modell, das ist das Modell Superleicht. Das ist eigentlich für Europa gemacht. Das fertigen wir hauptsächlich in Kaliber 8,57, teilweise auch in 30,06. Das kann man sowohl in Achtkantläufen haben, als auch in Rundenläufen. Bei den Rundenläufen ist die Doppelbüchse dann noch leichter und noch führiger. Und das ist gerade für Damen sehr von Vorteil. Ein bisschen was zur Technik vielleicht noch. Wir haben ein eigenes Seitenschloss entwickelt mit obenliegenden Fangstangen und Abzugstangen. Das hat den Vorteil, dass der Rastdruck sehr minimiert wird und man kann sehr gute Abzüge damit machen. So, und jetzt nehmen wir diese Doppelbüchse und schießen ein 10-Schuss-Streubild auf 75 Meter ohne Kühlen und schauen, was wir erreichen.
mittlerweile die Scheibe geholt und haben das Schussbild auch schon ausgewertet. Ich habe es jetzt nur so beiläufig einmal gemessen und wir haben ungefähr eine Höhenstreuung von 40, 42, 43 mm in etwa. Ja. Seitensteuerung ist fast zu vernachlässigen, sind ungefähr 1,5 cm und das ist für 10 Schuss wirklich ein geniales Schussbild. Der Grund, warum wir diese Afrika-Patrone entwickelt haben, war, dass unsere Erfahrungen gezeigt haben, zum Beispiel die 470 Nitro Express hat eine relativ schlechte Wirkung auf Großwild, obwohl die mit 500 Gramm Geschossgewicht arbeiten und trotzdem sind die Büffel zum Beispiel nicht gelegen. Und haben uns wir überlegt, woran das liegt und haben herausgefunden, dass die 470 Nitro Express eine ganz geringe Rotationsgeschwindigkeit des Geschosses hat und sich im Tierkörper sofort überschlägt und dadurch keine Tiefenwirkung mehr hat. Jetzt haben wir eine Patrone entwickelt, die ein leichtes Geschoss hat und eine relativ hohe Geschwindigkeit. Wir arbeiten da mit 950 Meter pro Sekunden Geschwindigkeit und einer sehr hohen Trallstabilisierung. Dadurch haben wir eine extreme Tiefenwirkung und die Wirkung war einfach phänomenal und es hat sich wirklich bewährt, dass wir dieses Kaliber umdesignt und entwickelt haben.